So, hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Also mir ist schon mächtig warm hier. Wir haben heute mal wieder einen Abriss und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ja, heute ist anstrengend und sau warm wieder. Die Luisa hört ihr im Hintergrund und wir haben mal wieder mit Balkonsanierung. Spannende Geschichte, was die Leute alle so machen. Anstrengend, wie viel Bettung wir noch runterholen müssen von dem Balkon. So, es ist circa 2:30 am ersten Tag von unserem Abriss. Wir haben schon einiges geschafft, wie ihr hier sehen könnt. Hier war eine Betonplatte drauf. Ihr seht da unten die Reste liegen. Wir haben mit unserem Duss haben wir angefangen, das Ganze abzulösen, beziehungsweise nicht abzulösen. Das hat nicht so gut funktioniert, weil der Beton hier echt ziemlich in einem guten Zustand noch war. Und hier aber überhaupt nicht drauf gehört, weil das eben ein Holzbalkon ist und ja, naja, gut, anderes Thema. Auf jeden Fall haben wir uns dann einen Riesenbohrhammer geholt von Makita. Einen elektrischen haben wir extra im Baumarkt ausgeliehen als Mietgerät und jetzt ist das Ding verreckt. Jetzt machen wir den Rest halt doch noch mit dem Duss und ich melde mich zum Feierabend hin nochmal. Mal schauen, wie fertig wir dann sind. Wir haben nämlich eigentlich den Balkon hier dann relativ schnell abgerissen gehabt mit dem Riesenteil. Und jetzt ist er aber wahrscheinlich überhitzt oder sowas in die Richtung. Man weiß es nicht genau. Steine sind auch schon vom Balkon unten. Das war auch kein Problem. Aber jetzt geht es noch einige Treppen runter. Und eigentlich wären wir heute zu dritt gewesen. Ein Mann ist spontan ausgefallen. Also mal schauen, wann ich mich melde und wie fertig ich dann bin. Boah, das war jetzt schon heftig. Also wir haben da, oh, ich hab's noch gar nicht gemessen. Machen wir ganz kurz. Okay, also wir haben hier 10 cm Bettung drauf gehabt. Ja, irgendwie haben die gedacht, dass Bettung dicht ist. Und haben dann die Fliesen drüber gelegt und fertig. Das heißt, zuerst haben wir hier einen Aufbau gehabt mit 10 cm Bettung auf eine Pressspannplatte. Dann haben wir hier die Bettungplatten noch drauf gehabt und das Ganze hier dann noch mit Fliesen abgedichtet. Dann haben sie gedacht, das Ganze funktioniert für die Ewigkeit. So war es aber nicht. Ja. Aber jetzt kann man froh sein, dass der ganze Balkon da nicht runtergekracht ist, weil er war jetzt irgendwie auch nicht so stabil oder so massiv gebaut. Also ich schätze, ich schaue jetzt gerade mal rüber so. Ja, wir haben jetzt da in etwa einen Aufbau gehabt von 20 cm. Also der war so in der Nische da frei rauskragend mit 20 cm. Der Sparabstand auch relativ groß und ja, enorm viel Gewicht drauf halt. Ja, die Luisa, die hat hier fleißig gemeißelt. Die hat das Ding da geschwind runtergehauen mit dem riesen Abbruchhammer. Jetzt sind wir natürlich froh, dass wir es fertig haben, ne, Luisa? Ich habe aber vorher einen Scheiß erzählt. Ich habe gesagt, ich müsste jetzt alles noch die Treppe runtertragen heute. Das machen wir gar nicht mehr heute. Da habe ich ja reingelegt. Nee, brauchen wir gar nicht. So, wir haben ja hier den ganzen Anschluss, der war total mit Silikon zu. Da gibt es ja den Spruch, wo viel Silikon, da wenig Hirn. das hat man jetzt alles erstmal freigelegt. Seitlich haben wir nochmal zwei Bretter reingeschraubt, damit wir hier den ordentlichen Anschluss haben für unsere Verbundfläche. Die machen ja die ganze Abdichtung mit
eine Abdichtungsfolie. Wir haben ja schon ein paar Dinge ausgewechselt. Da war ja ein Balken vor sich. Ja, wir mussten ein bisschen Balken beischrauben, ein bisschen was ausbessern, neue Holzplatte drauf. Jetzt haben wir es endlich soweit und können jetzt ja, mit der Abdichtung anfangen oder weitermachen. Genau. Jo. Jetzt hier zumache, möchte ich euch noch mal ein paar Ecken zeigen. Eine kleine Abweislippe. Bundfläche haben wir hier noch eingenietet. Hier kriegen wir nachher noch, weil das jetzt alles so abgebrochen ist, hier die Kante, weil die Sockelfliesen da drauf geklebt waren. Also wir waren tatsächlich hier mit dem Belag auf der Kante und die Sockelfliesen bis auf die Kante. Und jetzt haben wir das wirklich auch. Normale Anschlusshöhe und können das jetzt sauber ausführen. Wir haben halt nachher noch ein Bandanschlussprofil, zeigen wir später auch noch. Die Ecken sind soweit fertig, hat alles prima geklappt und jetzt legen wir noch eine Lage Vlies drauf und dann kommen nachher mit Gummipads und Stelzlagern dann die Platten drauf. Leider haben wir die Stelzlager jetzt nicht rechtzeitig bekommen, sind bestellt und ja, jetzt legen wir die Platten halt mal so drauf, schneiden wir jetzt heute, dass wir den Tag noch voll kriegen. Und haben das so entschieden, dass wir auch auf den Belag hier drauf können, dass wir die Platten jetzt mal drauflegen. Und dann kann übers Wochenende mal der Balkon genutzt werden. Luisa, ihr Tag war. Ja, sie hatte heute ja Verstärkung. Wir haben ja noch mal einen Helfer dabei gehabt. Und jede Menge Zeug. Bestimmt 2 Kubikmeter oder was das waren. Kleine Müll, die haben wir uns da kommen lassen. Aber ja, unglaublich, was in der Luisa für Energie steckt. Ich bin immer wieder erstaunt. Die haben das dann da runtergeschleppt in einer Eile hier und ja. Eins oder zwei habe ich sie nach Hause geschickt zum Feierabend. Ja, also das war eine coole Aktion auf jeden Fall und war sau anstrengend. Heute auch wahnsinnig warm. So, jetzt haben wir schlussendlich hingekriegt. Vorne haben wir noch ein Abtropfprofil montiert aus Lochblech. Tolle Optik. Irgendwie auch ja, so ganz anders wie vorher. Auf jeden Fall atmet der Balkon jetzt wieder auf hier. Der hat jetzt einiges an Gewicht verloren. Da waren jetzt bestimmt 2 Tonnen Beton drauf. Und das Ganze jetzt wesentlich leichter mit dem leichten Plattenbelag auf Stelzlager. Ja, ich denke, so kann man es angucken. Ja, die Luisa wartet schon, muss ich gucken, dass sie runterkommt. Die hat schon Auto komplett beladen, will nach Hause schnell. Und ja, wisst ihr schon, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal hier auf YouTube und wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Meisterbook für Spengler TV. Okay, schnell runter. Luisa, ich komm schon.